Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte Sie heute hier begrüßen zu unserem 10. Online-Seminar der Rock Academy. Heute wird es darum gehen, eine Umfrage in ein Mailing einzubinden. Und mein Name ist Karl Weinmüller. Ich bin heute Ihr Seminarleiter und ich arbeite bei der Rogator AG im Service und Support. Und in den nächsten circa 30 Minuten werde ich Sie durch einen kurzen Theorie- und einen ausführlichen Praxisteil führen, wo wir lernen werden, wie einfach es ist, dies mit G3 Plus umzusetzen. Sollten Sie während des Seminars irgendwelche Fragen haben oder irgendwas nicht verstehen, dann können Sie die jederzeit in den Zoom-Chat schreiben. Zum Ende des Seminars werden wir nochmal eine kleine Fragerunde durchführen, in der wir alle auf alle Fragen einmal eingehen werden. Und noch ein letzter Hinweis, bevor wir gemeinsam starten: Die Seminaraufzeichnung und die Unterlagen aus diesem Seminar, die werden Sie im Nachgang auf unserer Webseite zum Download zur Verfügung stehen haben. So, dann werfen wir mal einen Blick auf unsere heutige Agenda. Im ersten Teil wird es darum gehen, einmal die Voraussetzungen durchzukauen und im nächsten Schritt werden wir uns die geeigneten Fragetypen für die Einbindung in ein Mailing ansehen. Danach werde ich Ihnen noch ein paar Hinweise zu den Matrixfragen geben. Wir schauen uns das Fallbeispiel an und gehen danach über in den Praxisteil im Rock Editor und im Rock Mailer. Dort werden wir dann das Skript, welches wir einbauen werden, einmal überprüfen, in die Umfrage einbauen und danach das Mailing vorbereiten und einmal testen. So, die Voraussetzungen für das heutige Seminar. Unser heutiges Seminar ist ein Seminar, was fortgeschrittener ist bereits. Wir setzen hierbei Grundkenntnisse in den Modulen Rock Editor für die Umfragenerstellung voraus und dem Rock Mailer für den Einladungsversand. Dieses Seminar ist ein Aufbauseminar und wir haben bereits Grundseminare in unserer Rock Academy online verfügbar zu den Themen, die wir heute auch benötigen werden. Und zwar einmal das Seminar 7, wo es um die URL-Parameter und die Referrer in Online-Umfragen geht. Diese werden wir heute ebenfalls nutzen. Und im Seminar 8, dort geht es dann um den Rockmailer, das Einladungsmanagement und das Mailing mit G3 Plus. Die beiden werden heute vorausgesetzt. So, die geeigneten Fragentypen. An diesem Punkt werden wir einmal auf die Fragetypen eingehen, die sich für das Einbinden im Mailing eignen. Und als erstes werden wir einmal auf die Standardfragetypen eingehen, die mit Bordmitteln des Rock Editors umsetzbar sind. Und da hätten wir dann einmal die Einfachauswahl zur Verfügung. Und genau, bei der Einfachauswahl kann der Teilnehmer nur eine einzige von mehreren vorgegebenen Antworten wählen. Und diese sehen Sie abgebildet auf der rechten Seite. Als nächster Fragetyp steht dann noch die Matrixfrage zur Verfügung. Eine Matrix- oder auch Tabellenfrage ist die übersichtlichste Variante, wenn im Rahmen eines Themengebiets gleich mehrere Aspekte auf einer einheitlichen Skala abgefragt werden sollen. Das ist auch die Variante, die wir heute in unserem Seminar einsetzen werden und dazu werden wir gleich Näheres sehen. Als weiterer Fragetyp eignet sich auch noch die NPS-Frage. Die NPS-Frage, die standardisiert einmal die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden für ein Unternehmen auf einer 11er-Skala. Und das kann eine Einfachauswahl sein, wie hier abgebildet, oder auch als Slider dargestellt werden. Und als Rogator-Kunde können Sie diese Sonderfragetypen auch bei uns gerne jederzeit anfragen und diese sind für Sie auch kostenfrei.
So, dann schauen wir uns einmal noch die Hinweise zu den Matrixfragen genauer an. Hier gibt es nämlich eine kleine Besonderheit bei der Verwendung von Matrixfragen und dem Skript. Und zwar in Abhängigkeit von der Art der Buttons, die Sie in Ihrer Umfrage verwenden, unterscheidet sich nämlich die verwendete Funktion, die auf den Klick aus der E-Mail heraus reagiert. Und da gibt es, hole mir einmal kurz meinen Laserpointer, und hier gibt es dann einmal, unterscheiden wir einmal zwischen den Buttons mit Bildern, die Sie hier oben sehen, und einmal die HTML-Buttons. Diese werden im ROC-Editor genauso dargestellt. Ne, die bebilderten Buttons, die können von der Abbildung etwas abweichen. Und hier ist eben die Besonderheit, dass die entsprechende Funktion für die Buttons mit Bildern hier einmal aktiviert werden muss. Ne, und dafür kann man dann hier eben diese zwei Slashes vor dem Funktionsaufruf einmal entfernen und vor die andere Funktion zwei Slashes davor setzen, damit die Funktion für die Standard-HTML-Buttons nicht aktiv ist, weil wir hier Buttons mit Bildern verwenden. Und umgekehrt läuft es genauso. Ne, da würden wir dann einmal die Funktion für die Standard-HTML-Buttons aktivieren, indem wir wieder die zwei Slashes davor entfernen und vor die andere Funktion, die wir nicht benötigen, dann wieder davor setzen. So, unser heutiges Fallbeispiel ist einmal ja, im Prinzip unsere Situation jetzt gerade. Und zwar möchte die Rogator AG die Zuschauerinnen und Zuschauer der eigenen Webseminare zu einer Feedback-Umfrage einladen und die Seminare kontinuierlich zu verbessern. Ja, und dazu liegt eine Verteilerliste mit allen Zuschauerinnen und Zuschauern vor, die zur Umfrage eingeladen werden sollen. Und per Klick auf die Bewertungsskala in der Einladungsmail wird die erste Frage der Umfrage direkt aus dem Mailing heraus beantwortet. Und der Nutzer oder die Nutzerin gelangen nun in die Umfrage, welche sich dann in einem neuen Browser-Tab öffnet. So, dann springen wir einmal in unser Fallbeispiel. Vorab möchte ich Ihnen gerne noch einmal das Ergebnis kurz zeigen. Ne, so wird am Ende unser Mailing aussehen. Und das wird die Umfrage sein oder die Frage, die wir eben aus dem Mailing heraus beantworten werden. Dafür springen wir dann jetzt einmal in unseren ROC-Editor. Die Umfrage, die ist hier bereits vorbereitet und fertig erstellt. Und nun gehen wir einmal in die erste Frage. Das ist die Frage, die aus der Mail heraus beantwortet werden soll. Wir wechseln einmal in den Layout-Modus und gehen dann einmal in den Archivmanager, um uns unsere Datei, die wir benötigen, hier in den Archivmanager per Drag and Drop einfach reinzuziehen. Und das war's auch schon. Ja, als nächstes schauen wir uns die entsprechende Datei, die wir gerade in unser Archiv reingezogen haben, an, indem wir hier auf das kleine Stiftsymbol klicken und dann zoome ich einmal für Sie ein bisschen ran, damit Sie das besser sehen können. Und hier finden wir dann die Programmierung wieder, die wir gerade auch schon auf den Folien gesehen haben. Und hier überprüfen wir eben, okay, welche Buttons verwenden wir. Wir verwenden in unserem Fall Buttons mit Bildern. Ist jetzt hier vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Ich kann es Ihnen auch gerne nochmal in einem separaten File kurz zeigen. Ja, so würde es bei Ihnen vermutlich aussehen.
in etwa. Und mit einem Klick auf die Buttons können Sie das Ganze auch noch mal etwas näher untersuchen, ne? Und ja, Sie können es auch testen, indem Sie einmal hier auf die Standard-HTML-Buttons verwenden klicken. Ne, dann werden Sie sehen, die Buttons verändern sich und bekommen dann eben das Aussehen von Standard-HTML-Buttons. Und in unserem Fall verwenden wir aber Bilddateien, um die Buttons anzuzeigen. Daher verwenden wir auch dementsprechend die korrekte Funktion für die Buttons mit Bildern. Wenn ich jetzt Buttons oder HTML-Buttons verwenden würde, dann kann ich mir einfach die zwei Slashes hier nehmen, diese entfernen und dann vor die andere Funktion setzen. Und so würde dann im Prinzip die andere Funktion für die Standard-HTML-Buttons aktiviert werden. In unserem Fall aber bleibt die Funktion so, wie sie ist. Wir speichern die Datei jetzt noch einmal sicherheitshalber ab und wechseln einmal in den Rock Editor und binden dann die Datei einmal in unsere Umfrage ein. Dafür nutzen wir hier das Multimedia-Element unter den Weiter- und Zurück-Buttons. Hier können wir einmal reinklicken, dann öffnet sich wieder der Archivmanager und hier wählen Sie dann aus Ihrer Liste die passende Datei, die Sie benötigen, hier heraus, bestätigen das Ganze einmal mit Übernehmen, speichern Ihr RSD-File ab und dann sind wir mit dem Rock Editor auch schon fertig. Als nächstes laden wir einmal die Datei hoch. Wir erstellen also eine neue Umfrage, nennen die Umfrage einfach, ja, da ist es schon drin, Rock Academy 10 und ziehen unsere Umfrage einfach auch hier per Drag and Drop in den Rock Manager rein, erstellen die Umfrage, warten kurz, bis die Umfrage fertig hochgeladen ist und hier ist sie schon. Als nächstes werden wir unsere Umfragelinks vorbereiten. Dafür gehen wir einmal in die in den Informationen-Tab und lassen uns hier einmal die Aufrufinformationen anzeigen und welchen Umfragelink wir verwenden. Für unsere Zwecke ist heute der mit dem Referrer. Und den kopieren wir uns dementsprechend auch einmal raus. So, öffnen uns hier einmal einen neuen Tab und bereiten unseren Umfragelink für das Mailing vor. Und zwar müssen wir hier mit einer Zahl, die wir hinten dran hängen, an den Referrer arbeiten, die mit 0 beginnend entsprechend ja, den Klick in der Umfrage dann auslöst. Die 0 steht hier in dem Fall dann einmal für die, ja, für die erste Antwortoption. Ne? Wir fangen bei Computern an, bei 0 zu zählen. Darum können wir mit der 0 als Referer am Ende den Klick bei der 1 auslösen und dann geht es dann eben mit dem Referer 1, 2, 3, 4 und 5 weiter. Nur, dass Sie das einmal erklärt bekommen haben. Wir kopieren uns den Umfragelink und ergänzen dann den Link mit den entsprechenden Werten für die anderen Zahlen und kopieren uns den Link wieder raus und öffnen uns unser Mail-Template. Unser Mail-Template haben wir bereits gesehen, das haben wir auch schon soweit vorbereitet. Und hier müssen wir uns dann einfach nur noch den passenden Platz aussuchen, wo die
Buttons in Mail-Template liegen. Und dann können wir hier bei dem A-Link in den href-Attribut unsere vorbereiteten Links einfügen. Und in den ersten Button setzen wir dann hier den Link mit dem Referer 0 rein. Und in den zweiten Button logischerweise den Link mit der 1 am Ende. Als nächstes verwenden wir den Button Nummer 3 und dort verwenden wir den Referer mit der 2 am Ende und dann einmal den vierten Button, den fünften Button und natürlich auch den sechsten Button. Hier korrigiere ich jetzt einfach so einmal die Zahl. Genau. Damit haben wir unser Mailing auch schon soweit vorbereitet. Unser Mail-Template war im Prinzip fertig. Das heißt, wir kopieren uns jetzt einmal unsere HTML-Vorlage, ne? Markieren einmal die gesamte HTML-Vorlage und kopieren das Ganze und wechseln danach einmal in unseren Rockmailer, wo wir dann in den Nachrichten-Tab wechseln können, um die Nachricht oder das HTML-Template in den HTML-Mail-Reiter dann einmal einzufügen. Hier, das werden wir einfach überschreiben und schauen uns einmal in der Vorschauansicht dann hier unser Mailing entsprechend an. Genau, das ist das Template, was wir bereits gesehen haben. Ne? Hier oben sind einmal zwei Platzhalter eingefügt. Die Platzhalter, wenn Sie noch nicht wissen, was diese Platzhalter bedeuten, auch da können Sie dann einmal in unser achtes Online-Seminar nochmal reinschauen. Dort wird im Detail erklärt, wofür diese Platzhalter genutzt werden können und wie Sie die auch effektiv einsetzen können. Und genau, heute werden wir darauf jetzt nicht näher eingehen. Als nächstes importieren wir uns dann noch unsere Verteilerliste. Dafür öffnen wir einmal mit dem Import-Button das entsprechende File, was wir nutzen möchten, wo unsere Teilnehmerdaten enthalten sind, öffnen das Ganze und bestätigen das Ganze hier mit OK. Genau, hier haben wir unsere Test-User-Daten, ne, die unterschiedliche Seminare besucht haben und generieren uns dann hier mit unserer Teilnehmerliste. So, nun, wenn wir nochmal in die Vorschauansicht rüber wechseln und unsere Teilnehmerdaten uns anschauen, dann sehen Sie schon, dass durch die dynamischen Platzhalter hier die korrekte Anrede und der Nachname der jeweiligen Person korrekt eingefügt wurde. Wenn wir dann einmal durch die verschiedenen Datensätze hier oben durchskippen, dann sehen wir auch, dass sich die Text dynamisch anpassen. Genau. So. Nun haben wir unsere E-Mail-Vorlage erfolgreich in den Rockmailer eingebunden und das Ganze möchten wir jetzt auch noch einmal testen. Ich speichere dafür einfach mal das File hier ab. So, jetzt muss ich einmal kurz die richtige Datei hier suchen. Öffne mir einmal im Browser korrekterweise und springe dann aus der E-Mail heraus. Wir nehmen jetzt hier an, dass die E-Mail an den Teilnehmer
versendet wurde. Und genau, er möchte ganz gerne an der Umfrage hier teilnehmen und möchte die Frage dann hier entsprechend mit einer 1 bewerten. Logischerweise, ne, dann, wenn wir den Umfrage-Starten-Button drücken, dann sehen wir, dass die erste Antwortoption bereits vorausgewählt ist. Das Ganze können wir jetzt auch noch mal ein zweites Mal testen, um zu schauen, ob auch alle Buttons korrekt reagieren. Ne, drücken wir einmal auf die dritte Antwortoption, springen einmal hier in die Umfrage rein und auch hier sehen wir, die korrekte Antwortoption ist ausgewählt. Dann führen wir noch mal einen allerletzten Test durch, einfach mal mit der fünften Antwortoption, starten in die Umfrage und auch hier sehen wir, dass die korrekte Antwortoption bereits vorausgewählt ist und hier kann der Teilnehmer dann weiterhin durch seine Umfrage durchklicken und seine Antworten abgeben. Springen wir noch einmal in unsere Folie rein. An dieser Stelle wären wir mit unserer Praxis-Session eigentlich auch schon durch. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich schaue ganz kurz einmal hier rein, ob es irgendwelche Fragen gibt. Ne, da möchte ich jetzt ganz gerne dann hier auch einmal drauf eingehen. So, hier sind die ersten Fragen drin. Und zwar, kann man die Startfrage mittels des Referral-Links auch in Rockpanel-Mailings einbinden? Auch das würde funktionieren. Sie können auch in Ihren Panel-Mailings einfach den Referral-Link entsprechend nutzen. Ne, das machen Sie im Prinzip ganz genauso, wie wir das auch hier demonstriert haben. Der Link, der würde bei Ihnen sich ein wenig wahrscheinlich unterscheiden, logischerweise. Der erste Teil, der ist eben individuell abhängig davon, welchen Server Sie nutzen, welchen Umfrageserver und welchen Umfragenamen. Ne, dann hätten Sie hier wahrscheinlich einen dynamischen Platzhalter drin und der würde dann wahrscheinlich ungefähr so wie hier dann aussehen. Ne, und dann würden Sie hier dann Ihre Teilnehmerdaten entsprechend vervollständigen und können dann einfach mit einem Fragezeichen ref ist gleich 0 bis 5 einsetzen und dann können Sie das Ganze auch in Ihrem Panel verwenden. Das ist kein Problem. So, nun muss ich unseren Chat hier einmal wieder finden. Genau, da kam jetzt noch ein zweites Mal die Frage, ob man das Ganze mit einem Panel verwenden kann. Auch hier kann ich da nur bestätigen, wie gerade eben bereits erwähnt, ist das auch im Panel verwendbar. So, dann haben wir noch eine Frage drin, die lautet, woher die gezeigte Skriptdatei geholt werden kann. Auch hier, wie gesagt, im Nachgang dieser Session werden alle Dateien, die wir hier gerade gesehen und verwendet haben, werden Ihnen dann zum Download zur Verfügung gestellt. Das ist also kein Problem. Auch die Folien werden in dem Download-Ordner mit enthalten sein. Ist alles dann da. Hier ist noch eine Frage drin, die habe ich gerade wohl übersehen. Welche Fragetypen würden sich nicht eignen für die Einbindung in der E-Mail-Einladung? Die Frage, die können wir auch noch mal kurz eingehen. Ja, und zwar, welche Frage sich
oder auf welche Fragetypen sich nicht eignen würden für die Einbindung in einem Mailing, wäre eine Mehrfachauswahl logischerweise, weil die Teilnehmer nach dem Klick auf den Antwortbutton in der E-Mail direkt in die Umfrage reinspringen. Und dadurch ist eine Mehrfachauswahl natürlich direkt aus dem Mailing auch nicht möglich. Auch eine Textfrage ist nicht möglich, weil bei der Textfrage können eben keine Volltexte mit in die Umfrage übergeben, ist also nicht möglich. So, jetzt habe ich noch eine Frage hier drin. Muss man immer noch einen Zwischenstep über die Umfrage-Starten-Seite machen oder gibt es eine Möglichkeit für den Teilnehmer, sich den Klick zu sparen? Auch die Möglichkeit gibt es. Sie können natürlich in Ihrer Umfrage auf den Start-Wizard oder auf die Startseite, auf die können Sie natürlich auch verzichten. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Auch wenn ich jetzt hier unsere Startseite lösche, ne, auch dann wird das Ganze weiterhin ohne Probleme funktionieren. Die Startseite ist also kein Muss. So, ich glaube, da kommt gerade noch eine spontane Frage rein. Ist es angedacht, dass es irgendwann eine einfachere Möglichkeit gibt, eine solche direkte Frage ins Mailing zu integrieren? Aktuell ist es nicht absehbar, aber ich denke, dass auch die Variante, die wir Ihnen heute gezeigt haben, nicht allzu komplex ist. Ne, auch hier, Sie haben ja selber gesehen, das Ganze ist letztendlich innerhalb kürzester Zeit vollzogen. Ne, wenn alles gut vorbereitet ist, dann brauchen Sie eigentlich nur noch ein kleines Skript in Ihre erste Frage einmal einzufügen und dann haben Sie das Ganze schon erledigt. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme bedanken und im Anschluss an diese Session, wie gesagt, werden die Dateien einmal als Download zur Verfügung stehen und zwar auf unserer Internetseite rogator.de/software/rockacademy. Ne? Und wenn Sie im Nachgang nochmal Fragen haben sollten zur Einbindung der ersten Frage im Mailing, dann können Sie sich gerne an mich oder meine Kollegen aus dem Support wenden. Wir sind also jederzeit für Sie erreichbar. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.